Heute gucken wir, wenn man schlecht in Sport ist, von flip.psd. Gerade vor ein paar Minuten ein weiteres Video von ihm. Yay. Also das mal im Projekt geguckt. Let's go. Oh Leute, man kennt's. Ja, den Ball in die Fresse kriegen. Ja, wenn man schlecht im Sport ist, kenne ich selber, kann ich sehr viel von erzählen. Bin ich mal gespannt. Entweder man liebt es oder man hasst es. Sport. Die erste Sportart, die ich gemacht habe, war Fußball. Fußball. Fußball in der Schule vor allem auch. Fußball habe ich auch gespielt. Das habe ich in der Grundschule. In der Grundschule habe ich schon Fußball gespielt. Da wurde ich dann mal als Torwart eingesetzt, weil das ist unter keinem Weg stehen. Ich war als Kind noch nicht fett. Das ist aber. Ja, ich war halt, ja, auf dem Spielfeld nicht gebrochen, ich stehe halt am Tor. Ich fand es nie wirklich super, ich habe nie wirklich mitgespielt. Später habe ich dann zugeschaut, immer dann irgendwie, aber ja, so wirklich, Fußball fand ich nie wirklich spitze und auch später ein anderer Sport. Ja, man sieht es mir vielleicht an, dass ich nicht die größte Sportfan bin. Ja. Mal unbedingt wegen Fußball an sich, sondern weil alle meine Freunde Fußball gespielt haben. Und es bei uns im Dorf eh nichts anderes gab. Das Einzige, was mich gestört hat, war nicht der Trainer oder die Bälle, die man mit 95 km/h in die Fresse bekommen hat. Nee, im Ernst. Der Bälle, ja. Ja. Wir haben das mit so einem Radardings gemessen. Sondern die... Ja, die Bälle sind wirklich, ich finde, so ein Ball kommt auf den Ball an. Also, das ist gut schon manche Medizinball. What? Wenn du so ein Fußball nicht von der Fresse kriegst, schon unangenehm. Mütter, denn aus, los André, schieß ein Tor, wurde ganz schnell, los André, hau ihm das Bein ab! Ehrgeizige Mütter beim Fußball, das ist echt, ich war zum Glück nie in einem Fußballverein und so, ich hab das nur, also, der Nachbarsjunge, also bei den Nachbarn, der war eine im Fußball, da habe ich viel mitgekriegt, dass der, was der erzählt hat, aber selbst habe ich irgendwann mal Sport gemacht. Meine Eltern haben versucht, mich irgendwie dazu zu bringen, mal Sport zu machen, irgendwie in einen Verein zu gehen oder so weiter, hat irgendwie nicht geklappt. Frage ich mal, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr drin erinnern, war ich irgendwo mal in einem Sportverein? Ich glaube nicht wirklich. Und den Arm! Mir war das zu competitive, weswegen ich mit dem Fußball aufgehört und mit Badminton angefangen habe. Aber das ist ja eh kein echter Sport. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich nur das Schulbadminton. Naja, scheiße ist. Aber warte. Ja, Schulbadminton. Das ist. In der Berufsschule haben wir mal Badminton gespielt, haben wir mal. Das ist Sport in der Berufsschule habe ich kann ich auch. Ja. Weiß ich auch nicht, was das jetzt noch so ist. Vor allem dann so ein Sport, wo er dann Basketball spielen soll oder Badminton und sowas ist dann. Ja. Gut, ja, toll. Hatte ich schon mal auf einem richtigen Badminton-Turnier? Und so einen Federball in die Fresse zu kriegen, tut echt weh. Aber habt ihr schon mal einen Badminton-Schläger in die Fresse bekommen? Ich auch nicht. Den Ball, meine Mitspielerin schon. Schläger noch nicht. Sorry. Selbst der Aber es ist immer ranzig, die Schläge, ranzig, die Bälle, ranzig, das, wenn du einen Schulsport hast, das ist halt, und die Matten, man kennt es aus dem Schulsport, die Matten, die da hin, auf die du dir dann leichte Athletikübung machen musst, oder ein Liegestütz oder sowas auf den Matten machen musst, die Matten wurden nie gewaschen, das ist, bach, die stinken, das ist, jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich definitiv nicht machbar, aber das ist, bah. Da zittert sich bei mir alles. Da die haben gestunken, wenn du dich darauf fallen lassen hast, wenn du da ist.
Es ist wahrscheinlich unhygienisch, das Ding überhaupt Schulsporthalle. Das ist halt, ich kenne das so, dass und die Schläger auch schon, das Budget hat nicht gereicht für irgendeine vernünftige Schläger und deshalb hat man immer diese Badminton-Schläger hier mit abgeranzten, wo dann schon das Leder dort ein bisschen abgewetzt war und so weiter. Lass uns nicht über Schulsport reden. Doch, darüber reden wir jetzt eigentlich irgendwie, weil das Thema des Videos ist, aber. Uff. Wurde mit der Zeit zu competitive. Aus einfachem Völkerball wurde Dodgeball. Sport ist immer, ja, Völkerball auch. Sport ist immer competitive. Das ist halt, und es wird halt irgendwann immer, gerade im Schulsport. Oh Mann. Und aus einfachen Turnen wurde Barrenturnen. Ja, die scheiß Matten dort, genau dieses Turn dort. Barrenturnen. Genau dieses Turn, diese blauen Matten dort. Boah. Barrenturnen. Um den Ganzen zu entgehen, habe ich den Sport nur dann mitgemacht, wenn der Lehrer zugesehen hat. Beim Reckturnen hatte ich grundsätzlich Bauchschmerzen. Nee, so klug war ich leider nicht. Also ich habe tatsächlich mitgemacht. Es ist, ja. Beim Boxspringen habe ich krank gemacht und habe gehofft, dass wir in der nächsten Stunde ein neues Thema anfangen. Beim Hochsprung habe ich immer auf das Kind gewartet, das den Sprung nicht schafft. Alle haben den Jungen deswegen ausgelacht. Oh. Und ich habe mich einfach dazugestellt, obwohl ich kein einziges Mal gesprungen bin. Und beim Ausdauerlauf hatte ich einen Asthmaanfall. Okay, der war nicht gespielt. Aber zu meiner Verteidigung, der Körper macht es einem auch manchmal einfach schwer. Außerdem, wie... Laufen ist immer scheiße im Sport. Generell Sport, das ist... Schulsport ist es, ich hab's so gehasst. So kann man nicht einfach wieder Mattenrennen machen. Ja, mit den scheiß stinkenden Matten, das ist... Mattenrennen? Aber Mattenrennen kenne ich gar nicht. Hat man nie... Mattenrennen, was ist das? Muss mir mal jemand erklären, was Mattenrennen ist. Will denn bitte in der 11. Klasse noch Mattenrennen machen? Ich? Ich meine, ich kann's verstehen, wenn man in dem Alter lieber Krafttraining betreibt. Ah ja, ich glaube, man sieht schon was. Aber weil mir selbst der Schulsport zu competitive geworden ist, habe ich mit E-Sport angefangen. Ja, E-Sport. Also das soll jetzt nicht das E-Sport in Klammern sitzen, sondern das E-Sport. Ich habe auch mit E-Sport angefangen, habe dann gezockt. Das ist, ja. Wii Sport habe ich auch gespielt. Das kenne ich, das Bild hier mit Tennis, hier mit dem Badminton, hier Wii Sports. Mit der Wii-Fernbedienung dann immer schön gegen den Bruder oder die Schwester. An der Stelle hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Wenn ihr weitere sportliche Erfahrungen für einen zweiten Part habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Leute, in der Turnhalle nur Schuhe mit heller Sohle tragen und... Wieder sehr gute Outro. So geht's. Sehr schönes Auto. Ja, neue weitere Erfahrungen kann ich nicht in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt was in die Kommentare schreiben, ihr könnt, glaube ich, nach oben da lassen. Und ja, schaut bei ihm vorbei, schaut bei mir vorbei, schaut, ja, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt, Glocke aktivieren, glaube ich, nach oben bei mir, glaube ich, nach oben bei ihm, Abo da lassen bei mir, bei ihm und einen wundervollen Tag haben und ja, tolles Outro anhören. Dann wisst ihr, wer noch ein tolleres Outro hat.